Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu Exosockte Sims 4 und ich hoffe auf irgendeine Art und Weise familienadäquat. Ja, so ist das manchmal. Gut, wir füllen hier gerade nochmal die Ware auf und dann wollen wir mal gucken, dass wir hier die Ware, wenn wir sie aufgefüllt haben. Und dann gucken wir mal, dass wir das Geschäft langsam auch zumachen, wenn die Ware aufgefüllt ist. Vorher nicht. Erst füllen wir mal auf. Ja, die hat ja auch einen sehr farbenfrohen Rock, hä? Junge Dame, sieht so ein bisschen nach Frühling aus. Könnte aber auch schon Sommer sein. Wobei, wir haben ja Sommer. Also von der ja, ja, kann schon mal hinhauen. Gut. Dann schließen wir mal gleich den Laden. So, Ware ist aufgefüllt. Wagen wird hier geschlossen. Und wir haben tatsächlich einen Nettowinn gemacht. Guckt euch das mal an, hä? Gehälter gehen raus, das geht raus. Wir haben 1160 Simoleon gemacht. Wie wir das auch gemacht haben, obwohl wir so viel Ausgaben hatten. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, wir gehen mal an diese Position. Mal hier hingehen. Ja, ja, du bist ein bisschen erschöpft, ich weiß. Beziehungsweise du bist fiebrig. Ist nur noch 17 Minuten, das ist nicht mein Problem. Gut, wir werden das mal mit dem Radio fixen. Das heißt, die Radios hier können, die können da weg. Die bringen mir hier nicht wirklich viel. So, die kommen alle weg. So, und dann gucken wir nochmal bei Radios rein. Radio, Radio, Radio. Electronics. Radios. Das sogenannte Radio Task Force. So, wollen wir mal gucken, was haben wir denn da? Da haben wir 4 Spaß und 8 Zuverlässigkeit. 1 Spaß und 5 Zuverlässigkeit. 2 Spaß und 8 Zuverlässigkeit. Der sieht natürlich schon geil aus. Ich weiß aber nicht, ob ich da die ganzen Musiken ankriege. Ah, wir müssen die eine Gitarre ein bisschen bewegen oder so. So, machen wir es mal so. So, und dann gehen wir mal in den Game-Modus. Ist denn das hier noch, warte mal, kurz mal Pause. Pause. Wir müssen mal gucken, ob das jetzt hier noch ist. Als unverkäuflich. Okay, das ist alles noch richtig. Einschalten. So, was haben wir denn da? Winterzauber Pop klassisch. Alternative, das ist hier sogar noch weniger. So, wollen wir mal gucken. Ausschalten, Sender wechseln. Wird jetzt noch mehr angezeigt? Nee, seht ihr? Das ist blöd. Gut, dann gehen wir da nochmal rein. Also die Stereoanlage gibt uns nicht das, was wir wollen. Was haben wir denn noch? Elektronik. Wir werden wohl diesen Klopper nehmen müssen, weil der anderen, den müssten wir ja erstmal sozusagen fixen. Ah, da stören die Gitarren da an der Seite. Machen wir es so. Sieht es ein bisschen cooler aus. So, dann gehen wir nochmal in den Live-Modus und gucken mal, ob das Ding die nötige Power hat. Aha. Klassisch. Alternativ Jazz. Warte mal, wir mal kurz mal auf Play machen, damit der Ding an ist. Gut. Jazz, Grusel, Blues, Alternativ. Halt, Quatsch, was stelle ich da wieder ein? Senderwechsel. Mehr Auswahl. Klassisch. Das Retro gibt's hier auch nicht. Kann das sein, dass man das Retro erstmal freischalten muss? Electronic. Gucken wir mal.
Ich weiß ja, dass ich bei der zum Beispiel das habe. So, dann gehen wir nochmal da rein. Also in den einem Heim habe ich das ja da. So, warte mal. Einschalten. Ihr seht da, das Ding hat das auch nicht. Mal einfach mal barock an. So, dann machen wir mal einschalten. Nee, mehr Auswahl. Aha. Senderwechsel, wo ist das da? Ja, das hat jetzt sogar jetzt weniger. Das ist ganz blöd. Das Ding hat sogar jetzt weniger. So, das heißt, wir bleiben mal bei denen. Ja. Und dann gehen wir mal nach Hause, weil wir sind langsam müde. Obwohl, ich könnte bestimmt so und so klicken, wa? Ich muss gar nicht so kompliziert reisen, ne? Wow, was ist denn hier los? Warum wird denn unser Haus hier nicht angezeigt? Warum wird denn unser Haus hier nicht angezeigt? Keiner weset, ich am wenigsten. Das Haus hier wird nicht angezeigt. Alleine. Das ist ja mein Ding. Unser Home Sweet Home is not in availability. Nicht verfügbar. Ja. Nicht verfügbar. Das zeigt mir ja nicht an. Ja? Das ist so, wie es ist. Da kann ich machen, was ich will. Gut. Gut. Sie fühlt sich noch immer unwohl. Wie lange denn noch? 4 Minuten. Sie ist müde. Was hat sie denn noch für Bedürfnisse? Hunger geht eigentlich. Ich würde mal sagen, du kannst direkterweise schlafen gehen, weil so kaputt du bist und so weiter. Das macht alles andere keinen Sinn. Hä? Gehst da einfach mal schlafen. Hä? Bis zum nächsten Morgen. Und dann machen wir dich mal frisch und dann gucken wir mal, was die Geschäftlichkeiten machen. Hm? Das Leben für die Musik. Warte mal. Kamera spielt ja auch hier nicht so toll. Okay, so. Schnarche, schnarche, noch ein Weilchen. Oh. Die schläft aber ganz schön gut, muss ich mal sagen. Die schläft ganz schön gut. Theoretischerweise müsste ich wohl mit ihr auch mal ein bisschen Schnitzbank machen, damit die Geschicklichkeit hochgeht. Und die Geschicklichkeit, damit die hochgeht, damit die Tatsache nutzen kann, dass ich da bestimmt die Disco-Anlage verbessern kann, weil hier haben wir ja das Gleiche. Ne, da ist ja nur die Musik. So, dann darfst du mal ein bisschen was essen. So, du holst dir mal einen Salat hier raus. Und wir gucken mal, dass wir hier ein bisschen musikmäßig was hinkriegen. Sender wechseln. Dann haben wir hier zum Beispiel Jazz. Hier seht ihr, wir haben hier zum Beispiel gar keinen Jazz. Ja, und kein Electronic. Pop haben wir, New Age haben wir. Ja, das ist das Blöde hier. Ja. So schön diese Anlage auch aussieht. Also ich finde die von der Optik eigentlich geil. So wenig Pivite bietet sie eigentlich ein. Das ist das Problem. Wir könnten hier theoretischerweise den Wellness-Sender reinmachen. Weil der hat doch, glaube ich, alles, wa? Ich weiß nicht, ob der alles hat. Das überprüfen wir mal. So, schalten wir mal ein. Aha, New Age sowieso. Aber Retro hat der auch nicht. Der hätte Electronic. Klingt fast wie Französisch. Klassisch. Ne, das ist doch schon elektronisch. Ja, aber der hat dann auch kein Jazz drinne. Seht ihr das? Der hat auch kein Jazz drinne. Das gefällt mir gar nicht. So, weg damit. Wir müssen wohl wirklich das Gerät hier nehmen. Was ist denn das hier? DJ Sudoku. Wir gucken mal, was das Ding kann. Was kann denn das Ding einschalten? Der kann auch nur so wenig. Ne?
Das ist es. Ich hätte einfach nur so ein kleines Mini-Radio, was ja nicht so. Jukebox. Was ist denn das hier? Zuverlässigkeit 5, Spaß 1. Das geht gar nicht. Also Spaß 4 sollte zumindest sein. So, dann machen wir sie hier in hell rein. Wobei, wir können sie dann noch der reinmachen. Er sieht halt scheiße aus, das Ding, ne? Was ist denn das hier? Mini-Stereo-Anlage. Remifon. Outdoor-Lautsprecher. Mit diesem robusten, kabellosen Lautsprecher kannst du deine Musik jetzt. Wir können ja mal das probieren. Mal sehen, was der sagt. Einschalten. Mehr Auswahl. Pop-Romantik. Hat er auch nichts. Der hat auch nichts. Also, liebe Maxi-Leute, bitte macht mal den vernünftigen Radio hier rein. So. Sie ist angespannt. So, einschalten. Jazz. Boah, machen wir damit, Jazz. So, was ist denn da bitte los? Warum hast du das eigentlich auf dem Boden? Kannst du den mal bitte essen? Okay. Essen funktioniert da, also sie setzt sich schon mal dahin. Okay, sie macht's sauber. Und dann kann sie sich mal bitte im Outfit ändern. Bitte mal Alltagskleidung. Und dann machen wir mal ein bisschen Hygiene. Das heißt, du kannst mal ein bisschen ein Schaumbad nehmen. Machen Sie bitte mal ein Schaumbad jetzt. So. Mach ich mal so für die ganzen Spanner. Lalala, jetzt liegt sie ja. Das Lustige ist, wenn sie baden ist, dann hat sie so offene Haare. Das ist ein bisschen komisch. Theoretischerweise, wie gesagt, müssten wir uns eigentlich um eine Werkbank kümmern. Ich werde mal eine einbauen. Damit wir hier ein paar Skills hochkriegen. Das heißt. Na, wir machen mal das da. Dann brauchen wir Tätigkeiten. Wo haben wir das? Haben wir das hier bei Schach mit drin oder sonst wo? Freizeit? Ist denn die in Freizeit drin, die Werkbank? Nee. Hier vielleicht. Bla 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 bla. Chemisches Analysegerät. Ich bin blind und find das Ding überhaupt nicht. Wo ist die Werkbank denn bloß wieder hin? Ich bin auch so blind. Das ist nicht die Werkbank. Das ist ein Holztisch. Das ist eine Kürbisschnitzbank. Die will ich nicht. Ich will die andere haben. Da, genau den will ich haben. So schön hell wie sie ist oder da? Wir nehmen sie so sandig hier, so. Genau, so. So, und dann darfst du mal hier meine Skulptur herstellen. Ein Messer-Block. Glücklich, sie ist glücklich. Oh, ist jetzt schön, dass sie glücklich ist. Ah. Na, was ist los, junge Dame? Sind sie langsam fertig? Spaß hat sie ohne Ende. Hygiene hat sie eigentlich auch, das heißt, wir können es eigentlich hier beenden. Ja, komm, stehen Sie mal bitte auf. Junge Dame. Blubber, blubber. So, einmal bitte anziehen, einmal bitte zur Werkbank. Dann schauen wir mal nach, wie sieht's denn bei dir aus? Gitarre, Kochen, Logik. Wo haben wir denn das hier?
Klavier hat so oben. Geschicklichkeit. Ach du Scheibenkleister. Ja, mit Geschicklichkeit, da muss er wirklich noch einiges machen. Einiges machen. Oh Gott. Das haut er ja nicht hin. Ne? Ich könnte ja mal spaßenshalber mit ihr was machen. Bin gerade am Überlegen. Oh, Geschicklichkeit 2. Wir könnten eigentlich theoretischerweise mit ihr mal so einen Clan machen. Warte mal. Gruppe erstellen. Machen wir mal. Sie macht erstmal einen Single-Clan. Und dann wird sie irgendwann, wenn sie ja heiratet, so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. So, Gruppe erstellen. Gib einen Namen ein. Nadja allein zu Haus. Nadja allein zu Haus. Beschreibung. Ich genieße gerade mein Single-Leben. Gucken wir mal. Haben wir was mit Noten? Ja, wir haben was mit Noten. Das ist sehr schön. Anforderung, offene Einladung, nein, nur für Eingeladene. So, Gruppenaktivitäten. Was können wir denn Schönes machen? Wähle eine Aktivität aus. Und zwar, wollen wir mal gucken, häusliche Aktivitäten. Baden und Duschen. Ja. Dann Schlafen, Outfits, Säubern, ja. Geräte reparieren. Wo haben wir's? Reparieren, ja. Warte mal, wobei, das hier können wir weg, Mann. Das ist Quatsch, das ist ja nachher nur noch am Duschen. Musik. Klavier, Instrument spielen. DJ malen. Musik hören. Das können wir eigentlich alles lassen. Was haben wir denn eigentlich schon alles drinne? Warte mal. Wir haben drinne säubern und reparieren. Okay, das lassen wir mal so. Versammlung starten. Achso, wenn man mindestens 2 Leute hat. Na gut, okay. Das macht durchaus Sinn. Warte mal, wir haben 100 Punkte. Können wir dafür was holen? Gruppenvorteile kaufen. Nö, irgendwas, was uns überhaupt nichts bringt. Okay. Das ist so, wie es ist. Gibt es jetzt keine Gruppe. Yay, Tantiem kam rein. Begrüßungskomitee? Was für ein Begrüßungskomitee? Was kommt denn da bitte für ein Begrüßungskomitee? Ja? Willkommen in der Nachbarschaft. Die Nachbarn kommen auf einen Besuch vorbei, um dich kennenzulernen und vielleicht bringen sie auch Obstkuchen mit. Mach dir keinen Stress, lerne die Leute kennen und genieße die Gesellschaft. Oh, jetzt passiert hier so viel. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz mal nachschauen. Die mit der Holzverarbeitung verbrachte Zeit hat sich wirklich ausgezahlt. Sieh im Inventar deines Sims nach. Willkommen in der Nachbarschaft. Okay. Was haben wir denn gebaut? Ein Messerblock. Verkaufen wir den mal. Jo, danke. So, wer ist denn jetzt hier gekommen? Und warum ist der gekommen? Was will der von mir? Oh, hallo. Nachbarn nach Hause schicken. Nachbarn hereinbitten. Ja, genau. Kommen Sie mal ruhig rein. Ach, die bringt wirklich einen Obstkuchen mit? Ein Gourmet. Ute Bauer. Okay, dann können wir auch mal reinbitten. Wer ist das? Schwarz Johnny. Hallo, Johnny Schwarz. Du siehst aber gar nicht schwarz aus. Das geht ja gar nicht hier. Nein. Na, sie ist aber auch sehr motiviert vom Outfit. Okay, 2 Leute kommen hier rein. Ja, wir können ja mal hier uns unterhalten. Unterhalten wir uns mal hier mit der Ute Bauer. Hallo, Ute Bauer. Freundlich vorstellen. Und hier ihn hier auch mal bitte freundlich vorstellen. Oder haben wir das schon? Über eine Veränderung der Nachbarschaft reden.
fürs Kommen danken, auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier? Auch fürs Kommen danken. Mehr Auswahl, freundlich. Können wir doch mal kennenlernen. Wo haben wir es? Nach Karrierefragen. Kennenlernen, genau. So, wie sieht's bei ihr aus? Mehr Auswahl. Ist ehrgeizig, okay. Kennenlernen. Ich mag diese Jazzmusik. Oh, die ist so geil. Warum bin ich wütend? Was ist denn los? Sie ist wahnsinnig. 3 Stunden unfreundliches Gespräch. Wer von denen waren jetzt so unfreundlich? Sie hier oder was? Ja, zurechtweisen. Ja, die können wir da mal von Platz eh. Die können wir mal wegschicken. Warte mal. Gehen wir denn hier die weg, die Dame? Mehr Auswahl. Kommen dann Handschocker reinlegen. Wir sind trotzdem noch freundlich. Warte mal. Fotos teilen. Nö, die kann ich noch nicht mal wegschicken. Einzeln. Wütend toben. Können wir ja mal machen. So, was habe ich jetzt mit der Mülltonne gemacht? War, glaube ich, gerade sehr unfreundlich zu der Mülltonne. Oh, Hände waschen. Oh Gott. Was ist los? Was machst du? Treten. Das bringt dir aber bestimmt nicht weiter. Ja. Gebt die mal bitte auf. Ah, es geht ihr wieder besser. So, das darfst du bitte mal wegwerfen. Okay, das Treten gegen den Mülltonner hat dir geholfen. Ja, seltsame Leute lerne ich hier kennen. Witze über Aliens machen. So, jetzt wollen wir versuchen, mal eine andere Situation zu schaffen. Aber nicht mehr heute, sondern morgen wieder. Genau, wir haben wieder überzogen und wir haben gnadenlos überzogen. Ich überziehe aktuell immer. Aber na gut, wir sehen uns dann morgen wieder. In dem Sinne, ciao, ciao und bye, bye.